Freunde, heute habe ich was ganz Besonderes vor. Und zwar verschenkt Rob Pizzen in der besten Pizzeria in Köln. Und er hat noch eine mega Überraschung. Und das checken wir heute aus. Ich werde die Pizza testen und die Überraschung testen. Und bin sehr gespannt, was dabei rumkommt, Freunde. Wir sehen uns gleich. So, Freunde, ich bin angekommen bei Pizzeria Nelido. Unser Pizzabäcker Rob ist hier. Digga, das ist so surreal. Krass, überleg mal, vor 7 Jahren war es andersrum, Digga. Stimmt. Vor 7 Jahren war ich der dir die Pizza gebracht hat. Was ja, darf sein? Digga, ich hab schon gesehen, du hast Cheesy Pizza. Ja. Du hast Roberto Classico. Ja. Und du hast Pomodoro Colombo. Genau, also, klar, Cheesy Pizza muss. Ja, ne? Ja. Roberto Classico ist so, ich war jetzt vor 2 Tagen in Neapel und da war quasi die älteste Pizzeria der Welt. Die haben quasi ohne Tomatensoße Pizza gemacht. Ah. Und das ist so meine Interpretation aus dieser Pizza. Okay, ja, dann probiere ich die Roberto Classico. Roberto Classico. Das ist eine Frage auf jeden Fall. Okay, Freunde, da ist drauf Pecorino, Knoblauchöl, Guanciale, Mozzarella und schwarzer Pfeffer. Und das Krasse ist, keine Tomatensauce. Ja, da bin ich halt gespannt. Ne? Ja, das ist, man denkt so, okay, es wird trocken. Das ist halt die Angst, die ich gerade habe. Nein, nein, glaub. Okay. Also, wir fangen an mit Pecorino. Ja. Sparen wir nicht, weil wir haben ja keine Tomatensauce. Also, zuerst der Käse. Ja. Jetzt das Wichtigste. Der Guanciale. Boah, der sieht aber auch der richtig sieht gut super aus. Und das Wichtige dabei ist, der ist das, was uns Geschmack gibt. Ja, weil klar, das Fett saugt sich ein und dann wird es nicht so ein klassischer Pizzaboden mit Tomatengeschmack, sondern es wird so dieses Enddönerstück, weißt du, was so eingesaugt okay. Boah, ich habe jetzt schon richtig Bock. Aber ich meine, guckt euch das hier auch mal an, Freunde. Wow. Hey, so, jetzt geht weiter. Knoblauchöl. Ja. Und jetzt Mozzarella. Boah. Sparen wir auch nicht. Bist du schon im Flow jetzt? Ja, ich habe heute schon, das glaube ich, keine Ahnung, meine 50. Pizza. Geisteskrank, wow. So, und jetzt schon fast zu Ende. Ja. Schwarzer Pfeffer. Der ist ganz wichtig, Alter. Ja, wirklich und auch nicht sparen mit dem Pfeffer. Und muss auch ein guter Pfeffer sein. Ja. So. Okay. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Bist du bereit? Ich bin ready. Machst du das jetzt hier sogar? Oh. Ja. Und du drehst gleich da drin. Okay. Wow. Wie ein Profi, Digga. Als hätte er noch nie was anderes gemacht. Jetzt muss die Pizza reden. Sie redet mit dem Feuer. Ja, so, ja. Lass sie reden. Okay. Dann darf sie nicht unterbrechen. Ja. Ja. Sie startet eine Kommunikation, aber einseitig. Und deswegen nach einer gewissen Zeit muss die andere Seite auch mit der Hitze reden. Also warten wir jetzt so 40, 50 Sekunden. Dann fangen wir sie an zu drehen, sodass die andere Seite auch noch Hitze hat. Okay. Okay, dreh. Jetzt okay. Muss schnell gehen. Einmal drehen. Ja. Uiuiui. Okay, sehr gut. Weiter. Ja, perfekt. Und jetzt lassen wir noch 15 Sekunden. 15 Sekunden? Ja. Okay. Und dann ist schon fertig, oder ja, was? Ja. Geisteskrank. 3, 2, 1 und let's go. Epa. Top. Digga, traumhaft. Boah. Digga, ich hab so Bock da drauf gerade. Wow. Lass dir schmecken. Mach ich. Freunde, schaut noch mal genau hin. Guck mal, wie saftig die ist, Alter. Schön dünner Pizzateig. Oh, guck mal dieser Rand an, wie fluffig der ist. Junge, ich hab so Lust gerade. Oh, nicht abhauen, bitte. Digga, ist die saftig. Holy shit. Keine Sekunde vermisse ich die Tomatensauce. Ab heute kann Tomatensauce gestohlen bleiben auf Pizza, sage ich euch. Freunde, das ist eine glatte 5 von 5 Smileys, Alter. Wow. Rob, da hast du was Geiles kreiert. Jungs, habt ihr richtig geil gemacht.
was soll ich noch sagen, Alter? Geistkrank, Rob. Das ist geil, ne? Das ist Wahnsinn, Digga. Wieder brauche ich Tomatensauce auf einer Pizza. Holy shit. Ich finde Tomatensauce überdeckt zu viel. Mhm. Weißt du? Also man schmeckt irgendwie den geilen Teig nicht mit Tomatensauce. Also nichts gegen Tomatensauce auf Pizza. Ich meine, 99% der Pizzen sind hier so und die Leute lieben sie. Aber mein Geschmack ist ohne Tomatensauce. Finde ich geil. Ja, finde ich, ne? Übergeil. Auch mit diesem Pecorino, der unten noch so übelst würzig ist. Ja, ja, ja. Geisteskrank. 5 von 5. Richtig, richtig geil. 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 Falco hat heute noch keine Pizza gegessen, der Arme. Noch keine. Live Reaction. Meine erste Pizza heute. Gönn dir. Boah, die ist so krass, ne? So weich. Guck mal, wie fluffig. Saftig sie ist, Alter. Ah, hi. Rein damit, ja. Ja. Wow. Dieser Pecorino gibt so viel Geschmack ab, ne? Ja, und das ist noch so eine Zutat nach der anderen. So, es kommt alles nacheinander. Mhm. Das ist, ey, insane. Unglaublich. Heftig. Sehr, wow, sehr geil. Wow. Was sagst du, wie viele Smileys kriegt das von 5? 10 von 5. 10 Junge, von 5. Junge. Okay, okay, okay. Das ist das leckerste, was es auf deinem Kanal je gab. Das ist eine Lüge. Das ist gelogen. Was wäre sonst besser? So, Freunde, das hier ist natürlich das, worum sich hier heute eigentlich dreht. Die neue Sorte Crunchy Puffs von Rob, Cheesy Pizza. Ich muss zugeben, ich habe schon probiert, theoretisch gesehen, aber auch nur theoretisch. Deswegen probiere ich jetzt nochmal live für euch. So sieht das Ganze aus. Freunde, ich sag euch, selbst wenn man riecht, es ist so käsig, so gewürzt, unfassbar geil. Wir probieren einfach. Es ist super krass käsig, wirklich einfach Käse und Basilikum schmeckt man ein bisschen raus. Verschiedenste Gewürze, was unnormal geil macht, aber dieses Käsige steht im Vordergrund und ich glaube, das ist das Wichtige. Deshalb, Digga, 5 von 5 Sorte, was soll ich sagen? Kennt ihr diese Brotsticks mit Pizzageschmack? Digga, das ist diese Brotsticks mal 10 und zwar mal 10 geiler. Probiert unbedingt. Freunde, rennt zu Kaufland, rennt und gönnt euch. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns bald mit dem nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao, ciao. Sieger. Perfetto. Das ist so pervers.